Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur neuen Folge der Stoke City Karriere. Und ja Leute, heute haben wir die Sommertransferphase, dann das Vorbereitungsturnier mit Sporting, Barcelona und Montpellier. Dann geht die Liga schon los, das ist der FA Cup, nicht der FA Cup, der FA Community Shield. Das werden wir aber alles simulieren. Und wahrscheinlich werden wir auch dann bis zu Watford gehen und das nochmal ausstellen simulieren und hier auch die 4 Spiele schnell simulieren. Dann sehen wir, Oakley Bow verlässt uns zu FC Middlesbrough. Erstes Spiel, ein vorbereitetes Turnier gegen Montpellier. Gehen wir direkt rein, in der Startaufstellung sind wahrscheinlich ein paar Sachen nicht richtig. Almedas drin, Brown haben wir von der Leihe wieder zurückgeholt. Dobson, Toljan und Sasen drin. Und Grujic ist auch für Curtis Jones drin. Gehen wir rein, wir gewinnen mit 2-1. Adams trifft bei Montpellier, bei uns Grujic und Efchen. Nächstes Spiel gegen Sporting CP sind wieder ein paar Sachen in der Startaufstellung, die nicht gut sind. Es sind wahrscheinlich wieder genau die gleichen Spieler. Gehen wir rein in die Schnellsimulation. Hier müssen wir einen Sieg holen, weil gegen Barcelona denke ich nicht, dass wir gewinnen. Wir verlieren mit 2-1. Bei uns trifft Malangsa, bei Sporting Neves, Felipe und Inacio. Wir sehen, William haben wir zu Olympique Marseille für 11,7 Millionen Euro verkauft. Und vor dem Spiel gegen Barcelona bauen wir zwei neue Spieler. Riedle Baku, 42,5 Millionen Vertrag läuft aus, neuer rechter Mittelfeldspieler bzw. ersatzrechter Mittelfeldspieler, kann auch im RV und Z im Spielen. Und neuer Ersatzkeeper mit Peter Gulaschi. 7,5 Millionen Vertrag läuft auch aus. Würde ich sagen, holen uns die beiden Spieler. Damit haben wir beide Spieler, Peter Gulaschi, Riedle Baku, beide bekommen 80.000. Gulaschi Schlüsselspieler und Riedle Baku Rolle wichtig. Und damit haben wir zwei neue gute Ersatzspieler. Und dann sind wir beim Spiel gegen Barcelona. Die haben 0 Punkte. Wir müssen das unbedingt gewinnen, zumindest unentschieden spielen, damit wir weiterkommen. Dafür muss dann halt auch eben hier Sporting gewinnen. Schauen wir mal rein. Wir verlieren mit 2-4. Monchu, Grimaldo, Immobilien, Thomas treffen, Kata und Hughes bei uns. Ja, Leute, ihr seht's, ne? Ausverkauf ist bei uns angesagt. Jacob Brown, unser Ersatzstürmer, der von Anfang an dabei war. GCD PSV Eindhoven, 4,95 Millionen. Diogo Leite zu Aston Villa, 56,8 Millionen. Malangsa zu Girondo Bordeaux für 21,2 Millionen. Bartlome Dragowski, unser Torhüter, für 87,9 zu Wolfsburg. Matt Clark zu Brighton für 9,7 und Gabriel zu Liverpool für 100,1 Millionen Euro. Ich will mir schon mal zwei neue Spieler kaufen. Virgil van Dijk für 80 Millionen und Marc-André Ter Stegen mit einer 92 für 72,5 Millionen. Auch noch Lucas Hernandez möchte ich kaufen. Wir sind gerade bei 80 Millionen stehen geblieben. Den möchte ich dann auch eben für die Innenverteidigung, wenn wir umformen, würde ich sagen, van Dijk und Ter Stegen holen wir uns jetzt mal. Und damit haben wir Marc-André Ter Stegen 300.000 Gehalt, 2 Jahre, und Virgil van Dijk 240.000, auch 2 Jahre eigentlich. Ja, 2 wirklich sehr gute neue Spieler, würde ich sagen. Dann sind wir hier beim Spiel, beim FA Community Shield gegen Manchester City. Gehen wir rein in die Schnellsimulation und mal schauen. Ein Sieg wäre natürlich extrem wichtig und wir spielen 1-1 und gewinnen damit den Titel mit 5-4 im Elfmeterschießen. Dann holen wir uns mal zum Schluss Lucas Hernandez für 86 Millionen Euro. Und damit haben wir Lucas Hernandez, 100.000 Gehalt, 86 Millionen gekostet. Sein Marktwert ist, glaube ich, hochgegangen, wenn ich es recht weiß. Egal, wir haben 9 Innenverteidiger. Dann nächstes Spiel gegen West Ham United. Starten wir hier rein in die Schnellsimulation. Das wird das letzte Spiel für diese Folge sein, weil die Transferphase echt schon lange gedauert hat. Wir spielen 1-1. Ben Rama trifft bei West Ham, bei uns Jones. Und dann sind wir am Ende der Folge, Leute. Wie ich sage, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.